zur Pressekonferenz nach der heutigen Drittligapartie unserer SG Sonnenhof Asbach gegen den SV Waldhof Mannheim. Ich darf natürlich wie üblich die beiden Cheftrainer hier oben auf dem Podium begrüßen und dann auch direkt Sie, Herr Travis, um Ihre Worte zur heutigen Partie bitten. Dankeschön. Ja, erstmal hallo. Ja, ich glaube, wir haben fantastische erste Halbzeit gesehen von meiner Mannschaft. Sehr dominant, spielerisch sehr gut, sehr viele Möglichkeiten rausgespielt. Muss es natürlich da schon viel, viel höher stehen. Eine brenzlige Situation, nochmal kurz vor der Halbzeit, gehört halt auch irgendwie dazu, dass du das verteidigst. Das haben wir uns heute auch vorgenommen für das Spiel, dass wir zu Null rausgehen. Dass wir trotzdem uns dann auch nicht beunruhigen, wenn wir so viele Chancen liegen lassen, weil das kennen wir ja aus unseren Spielen, dass wir schon die eine oder andere mal liegen lassen, dass wir konzentriert bleiben, dass wir bis zum Schluss spielen. Das haben wir, die zweite Halbzeit haben wir verteidigt, auch wenn der Gegner natürlich da mit 0-1 oder 1-0 für uns das Ergebnis noch nicht so hoch war, der natürlich da probiert, das nochmal zu drehen, aber wir waren weiter fokussiert, haben das eine oder andere dann auch überstehen müssen, was dann eben so ist in so einem Spiel und dann hinten raus mit dem 2-0 bzw. 3-0 dann, denke ich, dann doch hochverdient gewonnen, auch wenn in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit für den Gegner da war. Danke. Dann vielen Dank, Oliver, deine Worte zum heutigen Spiel, bitte. Ja, man entwickelt als Trainer ja unter der Woche immer so ein bestimmtes Gefühl, weil man die Jungs jeden Tag sieht und mit denen spricht und da einiges wahrnimmt. So wie die letzte Woche gelaufen ist, inklusive eigentlich des Spiels in Zwickau, hätte nicht ansatzweise irgendeiner von uns erwartet, dass wir so in dieses Fußballspiel gehen, beziehungsweise dass sich die Form von uns heute so darstellt, wie das für jedermann im Stadion erkennbar war. Das stimmt mich natürlich sehr, sehr nachdenklich. Wir hatten wirklich eine hochkonzentrierte Arbeitswoche. Wir wollten hier heute ganz, ganz viel erreichen, aber vielleicht ist genau das auch die Krux, dass wir uns dann doch in solchen Momenten einfach viel zu viel auf die Schultern laden und da auch verkrampfen. Also es war ja eine Qual von der ersten bis zur, sagen wir mal, 30. Minute. Spieler, die sich auch irgendwo da in dem Match selbst vergraben haben, wo keiner Verantwortung übernehmen wollte. Da konnten wir uns bei Max Reule bedanken, dass es tatsächlich 1-0 zur Halbzeit stand. Wir hatten zwar ein, zwei gute Möglichkeiten, um tatsächlich auch auszugleichen. Und vielleicht hätte es das auch gebraucht, aber so konnten wir dann in der Halbzeit oder mussten wir in der Halbzeit einfach auch auf den Reset-Knopf drücken. Das sah dann anfänglich der zweiten Halbzeit auch so aus, als könnte das Früchte tragen. Wir haben das System ein bisschen umgestellt, wir hatten dann noch ein paar Torchancen. Unterm Strich war es dann aber mit dem zweiten Tor erledigt. Eine Situation, die wir so niemals zustande kommen lassen dürfen. Wir haben eine Standardsituation und rennen dann in einen Konter und können den Konter auch schon wieder zweimal unterbinden. Und das passt aber alles komplett ins Bild heute. Heute hat man sehr, sehr deutlich gesehen, dass wir eben doch stark unter der Situation leiden. Das ist keine Entschuldigung, aber ich fand schon, dass man das heute einfach mal auch den Jungs zugutehalten darf, dass sie zuletzt in ihren neuen verantwortungsvollen Rollen ihre Sache gut gemacht haben. Heute hat das nicht so gepasst und dementsprechend werden wir jetzt auch da keinen für an die Wand stellen. Aber ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir unsere Jungs wieder mit an Deck kriegen, auf die wir einfach nicht verzichten können, die wir brauchen, auch in der Trainingsarbeit. Das ist eben ein Unterschied, ob man mit 13, 14 Spielern auf dem Platz steht oder eben auch mal 11 gegen 11 spielen kann. Das alles, hoffe ich, wird sich jetzt in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen regulieren. Wir haben ein Spiel gegen Fürth, das wir dazu nutzen werden, auch dem einen oder anderen wieder ein bisschen Spielpraxis zu geben, auch ranzukommen an das Team. Ansonsten hätten wir uns natürlich alle einen schöneren Start in unsere Festwoche gewünscht. Aber trotzdem werden wir jetzt hier nicht verzweifeln, irgendwas grundsätzlich in Frage stellen. Das verbietet sich auch angesichts der Situation. Danke. Dann vielen Dank auch dir. Gibt es denn Fragen an die beiden Cheftrainer? Dann fangen wir hinten an bei Norbert Krumm. Mikrofon ist auf dem Weg. Olli, wenn bei einem 0-3 der Torwart der beste Mann ist,
Da muss vieles nicht stimmen in der Mannschaft. Richtig. Gut. Ja, ist so. Also der Torwart war der beste Mann. Und das freut mich auch für ihn, dass er seine Form der Vorwoche bestätigen konnte. Aber es zeigt natürlich eindeutig, dass vor ihm einiges nicht gepasst hat. Und das werden wir natürlich aufarbeiten, ist ja logisch. Wir haben da eklatante Verhaltensmuster negativer Art gesehen. Haben uns auch später im Spiel, als es eigentlich schon entschieden war, haben uns dann immer wieder auch auskontern lassen, überhaupt gar nicht die Reißleine gefunden, um zu sagen, okay, jetzt reicht's. Verhalten wir uns mal wieder wie eine Abwehr, sondern wir haben versucht, da irgendetwas noch gerade zu biegen, was einfach nicht mehr gerade zu biegen war. Und da muss man dann irgendwann auch mal die Reißleine ziehen. Das haben wir heute nicht geschafft. Danke. Weitere Fragen? Offenbar nicht der Fall. Dann noch kurz folgender Hinweis. Wir sehen uns wieder zum Heimspiel am Samstag, den 30. November hier um 14 Uhr gegen 1. FC Magdeburg. Ich wünsche Ihnen trotz allem natürlich noch ein schönes Restwochenende mit unseren Gästen aus Mannheim, noch eine sichere Heimreise und alles Gute für den Rest der Saison. Machen Sie es gut. Tschüss, bis bald.